mit Seltenheitswert. Ein Bild für die Ewigkeit. Stimmung wie zu Zeiten 76. Sauber umgefedert und jetzt er noch. Ja, und der Hermann Mayer, der hängt drinnen und er fährt eine Bombenzeit. 1:23:52. Hermann Mayer, da ist er wirklich wie von einem anderen Stern. Vor 10 Jahren war das noch ganz anders. Da hat sogar Fritz Strobel das Feld von hinten aufgeräumt. Ich kann mich erinnern, ich bin mit Nummer 45 gestartet und es waren 8 in Führung. Wir haben uns im Grunde gegenseitig nach oben getrieben und keiner wollte nachgeben. Ja, es war generell sehr oft so, dass eigentlich 3-, 4-fach Siege waren, 5-fach Siege eigentlich. Zeit kommen, dass sie zurücktritt aus dem Skiweltcup. Viele ratlose und frustrierte Gesichter. Ratlosigkeit und überall rot. Rote Zwischenzeiten. Das war nicht ganz optimal. Kann das sein? Das gibt's doch gar nicht! Ganz ehrlich, hast du schon einmal so viel Ratlosigkeit und Verzweiflung bei einer gesamten Mannschaft erlebt wie jetzt, gerade bei diesen Rennen in Kanskadora? Unser Sport, da spielt sich zu 80% im Kopf ab. Und wenn dann so eine Negativspirale entsteht, ist es natürlich nur umso schwieriger. Und dass halt kein einziger dabei ist, die irgendwie die Flaggen hochhaltet, da kann man nicht erwarten, weil dann redet man immer, ja, aber beim nächsten Rennen muss jetzt passen und beim nächsten Rennen muss jetzt passen. Wie sollte das innerhalb von einer Woche passieren? Das ist, wenn du da mal in dem Loch drin bist, ich glaube auch nicht, dass da jetzt die Lösung ist, dass man jetzt sagt, hey, ich trainiere, damit ich besser werde, sondern wahrscheinlich eventuell auf Urlaub fliegen. Either you have the fire or you don't have the fire, the spiritual fire. You have power over your mind. Not outside events. Realize this, and you will find strength. Standing in their way, however, is the legendary depth and precision of the Austrian ski team. The Austrians always, since the beginning of time, have always had fast gear. And this was always on the call.
We definitely have a rivalry with the Austrians just because the Austrians are the pinnacle of the sport. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the results of 100 battles. Come on!